Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Diese Sendung steht ganz im Zeichen der Adventzeit mit weihnachtlichen Klängen und Geschichten und dem Hinweis auf eine Spendenaktion. Wir beginnen mit einem der beliebtesten alpenländischen Weihnachtslieder. Es hat sich halt eröffnet, gespielt vom Brassquintett der Johannes Brahms Musikschule in der Pfarrkirche Hönigsberg. Nach dem Bläserquintett liest nun Veronika Egger das Gedicht Im Advent von Karl Heinrich Wagerl. Einige Zeilen über die doch nicht so stille Zeit im Jahr. Advent, sagt man, sei die stillste Zeit im Jahr. Aber bei uns daheim war es keineswegs die stillste Zeit. In diesen Wochen lief die Mutter mit hochroten Wangen herum, wie mit Sprengpulver geladen. Und die Luft in der Küche war angefüllt mit Ohrfeigen. Dabei roch die Mutter so unbeschreiblich gut. Überhaupt ist ja der Advent die Zeit der köstlichen Gerüche. Es duftet nach Wachslichtern, nach angesenktem Reisig, nach Weihrauch und Bratäpfeln. Ich sage ja nichts gegen Lavendel und Rosenwasser, aber Vanille riecht schon auch gut. Eigentlich viel besser. Oder Zimt oder Mandeln. Mich ereilten dann die qualvollen Stunden des Teigrührens. 4 Vaterunser das Fett, 3 die Eier, ein ganzer Rosenkranz für Zucker und Mehl. Die Mutter hatte die Gewohnheit, alles Zeitliche in ihrer Kochkunst nach Vaterunsern zu bemessen. Aber die mussten laut und sorgfältig gebetet werden, damit ich keine Gelegenheit fände, den Finger in den köstlichen Teig zu tauchen. Wenn ich nur erst den Bubenstrümpfen entwachsen wäre, schwor ich mir damals, dann wollte ich eine ganze Schüssel voll Kuchenteig aufessen und die Köchin sollte beim geheizten Ofen stehen und mir dabei zuschauen müssen. Aber das ist einer von den Knabenträumen geblieben, die sich leider nie erfüllt haben. Am Abend, nach dem Essen, wurde der Schmuck für den Christbaum erzeugt. Auch das war ein unheilvolles Geschäft.
Damals konnte man noch ein Buch echten Blattgoldes für ein paar Kreuzer beim Krämer kaufen. Aber nun galt es, Nüsse in Leimwasser zu tauchen und ein hauchdünnes Goldhäutchen herumzublasen. Das Schwierige bei der Sache war, dass man vorher nirgendwo Luft von sich geben durfte. Wir saßen alle in der Runde und liefen blaurot an vor Atemnot. Und dann geschah es eben doch, dass plötzlich jemand niesen musste. Im gleichen Augenblick segelte eine Wolke von glänzenden Schmetterlingen durch die Stube. Einerlei, wer den Zauber verschuldet hatte. Das Kopfstück bekam jedenfalls ich. Obwohl das nur bewirkte, dass sich der goldene Unsegen von Neuem in die Lüfte hob. Ich wurde dann in die Schlafkammer verbannt und musste Silberpapier um Lebkuchen wickeln. Um gezählte Lebkuchen. Alljährlich führt die Werkskapelle Böhlerbleche mit Zuschlag Königsberg eine Weihnachtsspendenaktion durch. Mit den gesammelten Geldern werden bedürftige Menschen in unserer Region unterstützt. Corona-bedingt musste diese Aktion heuer etwas anders stattfinden. Liebe Freunde der Werkskapelle Böhler, Mürzzuschlag Königsberg, die Covid-19-Pandemie hat im heurigen Jahr 2020 manche Pläne durchkreuzt und vieles unmöglich gemacht. Darunter sollen aber gerade die, die unsere Unterstützung am meisten brauchen, nicht leiden müssen. Sie erinnern sich, mit Spenden aus unserer traditionellen Weihnachtssammlung der Werkskapelle, in der wir musikalische Weihnachtsgrüße an den Arbeitsplatz unserer Werktätigen bringen durften, haben wir Jahr für Jahr Bedürftige unterstützt. Dies wollen wir auch heuer tun. In etwas anderer Form lassen wir Ihnen einen musikalischen Gruß zukommen und bitten um Ihre großzügige Spende auf das unten eingeblendete Spendenkonto. Für einen Mitarbeiter der Firma Voestalpine Böhler-Bleche, der kurz vor seiner Pensionierung schwer erkrankt ist und jede moralische und finanzielle Unterstützung von uns braucht. Vielleicht machen Sie sich Sorgen, dass Weihnachten 2020 nicht so wird, wie Sie es gerne hätten. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dann wird Weihnachten 2020 ein bisschen Freude bereiten. Im Namen aller Musikerinnen und Musiker möchte ich mich als Kapellmeister herzlich bei allen bedanken, die unseren Musikverein unterstützen und uns immer wieder die Treue halten. Besonderer Dank gilt der Firma Voestalpine Böhler-Bleche und der Stadtgemeinde Mürzzuschlag. Die Musiker hoffen natürlich, nächstes Jahr wieder Konzerte spielen zu können und freuen sich jetzt schon auf ihren Besuch. Die Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag Königsberg wünscht Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.
Der nächste musikalische Beitrag kommt wieder vom Brass-Quintett der Johannes Brahms Musikschule unter der Leitung von Michael Koller und gesanglich begleitet von Veronika Egger. Um zwei Tannen geht es im nächsten Mundartgedicht, das Anton Krutisch geschrieben hat. Die Geschichte vom besonderen Holz wird vorgetragen von Horst Gründler. Das besondere Holz. In einem Nadelwald weit draußen am Land stehen zwei Tannen nebeneinander. Die eine groß und silbertupft, die andere klar und ganz zerrupft. Wie ein Raunen geht durch den Wald, dass wieder Weihnachtszeit ist bald. Da sagt die Silbertanne stolz: Ich bin ein ganz besonderes Holz, mit Nadeln, Silbern und voll Saft und gewachsen Kerzengrad voll Kraft. Bestimmt komm ich zu reichen Leid, und wer mich kriegt, der hat seine Freud. Da sagt die kleine Tanne drauf und schaut schüchtern zu der Großen auf. Glaubst, werden's mir auch aus Christbaum holen, wenn man mich braucht, die tät schon wollen. Drauf tut die Große höhnisch lachen. Wem willst denn du eine Freude schon machen? Als Christbaum taugst du nicht für Kinder, nur als Reisig für einen Kranzelbinder. Da hat sich die Kleine furchtbar kränkt. Ganz traurig sind die Astel gehängt. Wie aber die Holzknecht gekommen sind, haben sie geschnitten auch den kleinen Baum und die haben es drauf gehabt auch mitgenommen. So ist er dann zum Standler gekommen. Den großen Baum im Silberkleid haben gekauft sofort ganz reiche Leute. Die haben ihn aufputzt, wunderbar, mit goldenen Schmuck und Feenhaar und mit dem Schein von vielen Kerzen sollte er betören die Kinderherzen. Doch aller Glanz und alle Pracht haben keinen besonderen Eindruck gemacht für die Kinder. Von den reichen Leuten war das eine Selbstverständlichkeit. Am Christtag sind dann alle fort, am Arlberg, zum Winterspurt und Zübertannen steht verlassen. Da hat sie die Astel hängen lassen. Der kleine Baum hat gewartet sehr lang und ihm war schon ein bisschen bang. Die anderen Bäume waren alle weg und er ist gestanden, hint im Eck, gerade wie ein Stiefkind der Natur. Der Standler sagt: Für heute ist genug, den znepften Baum wird keiner kaufen, ich schmeiße ihn auf den Reisekaufen. Und wie er hat das Baumerl genommen,
ist eine arme Frau gerade zugekommen. Die hat zwei Kinder und kein Mann daheim und möchte gern einen Weihnachtsbaum. Da hat der Standler nicht lang gedacht und ihr die zerrupfte Tannen geschenkt. Mit einem Vergötzgeld geht's davon. Hat aber Kerzenlaufe da, da Zuckerln in Papier einwickeln. Das waren die ganzen Christbaumstückeln. Recht bescheiden war die Pracht. Doch die Kinder hat sie glücklich gemacht. Sie haben die echte Freude noch kennt, weil sie nicht verzogen waren und verwendet. Und bis drei König kommst daheim, täglich bewundert einen Baum. Da war die kleine Tanne stolz, denn jetzt war sie ein besonders Holz. Für unseren letzten musikalischen Beitrag haben wir im Archiv gestöbert und ein Lied mit einem hoffnungsvollen Titel gefunden. Der MGV Mürzklang singt »Es kommt eine frohe Zeit«. Zum Abschluss singen die Mürzer Chöre gemeinsam den Andachtsjodler. Mit diesen vorweihnachtlichen Klängen darf ich mich nun von Ihnen verabschieden. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen frohe Festtage und vor allem bleiben Sie gesund.